Willkommen zurück, meine edlen Zuschauer, zu Die Siedler 4. Schön, dass ihr wieder einschaltet nach unserem glanzvollen Sieg gegen die Wikinger aus dem Norden. Werden wir uns nun der zweiten Mission stellen. Die Schwierigkeit ist eingestellt. Magie des Südens. Lasst uns beginnen. Es ist uns gelungen, die marodierenden Mannen aus dem Norden zurückzuschlagen. Viele unserer jungen Rekruten haben ihre Feuertaufe mit einem Mut bestanden, der eines römischen Soldaten würdig ist. Nun erleben sie ein Wechselbad der Gefühle. Grenzenlose Begeisterung und lähmende Müdigkeit wechseln sich fast stündlich ab. Wir haben aber keine Zeit, neue Kräfte zu sammeln. Ein unbekanntes Volk von Fremden mit bronzener Haut ist im Süden aufgetaucht. Einige unserer Diebe wurden von diesen Meistern der Tarnung hinterrücks überrascht. Möge Jupiter uns Kraft und Entschlossenheit im Kampf gegen diese neue Bedrohung verleihen. Bronzene Haut, das klingt nicht gut. Die seltsamen Träume unserer Priester finden kein Ende. Die Wölfin strebt rastlos von hier nach dort. Nur ganz selten findet sie die Ruhe, sich für einen Moment hinzulegen. Unsere Priester haben immer noch keine Erklärung für diese befremdlichen Visionen. Zerstören Sie den kleinen Tempel an der Südostküste der Siedlung der Mayas. Sie können ihn daran erkennen, dass er von Statuen umgeben ist. Hier im Norden befinden wir uns. Ein Marsch mitten durch das Gebiet der Maya ist nicht unmöglich, aber sehr riskant. Vielleicht können wir noch andere Wege finden, um den Zieltempel zu erreichen. Ja, hier sind einige Gebirge. Es wird spannend, es wird spannend. Lasst mich sogleich einen Speicherpunkt holen und dann beginnen wir sofort. Was haben wir Gutes? Ein Sägewerk, sehr schön. Nicht allzu viele Soldaten. Wir sollten zuerst die Holzzufuhr sichern. Das ist unsere Armee. Ich denke, ein anständiges Kontingent für den Beginn. Hier direkt einen neuen Turm errichten, um unser Gebiet etwas zu erweitern. Eigentlich ein schlechter Platz, ein sehr schlechter Platz. Sind das Pioniere? Gib mir 3. Und 2 von euch. Ja, es gilt mal wieder schnell zu beginnen. Wir haben in unserem ersten Feldzug gezeigt, dass wir nicht fehlerlos sind. Das haben wir eindeutig bewiesen und nun müssen wir das natürlich ändern. Ja, beginnt hier und nehmt mir das Gebiet ein. Wie weit ist dein Baugebiet? Bedeutet, eine Fischerhütte sollte hier nicht schaden. Eisenerz, okay. Ja, wir müssen natürlich schnell in den Süden vorstoßen und versuchen, uns die Gebirge unter den Nagel zu reißen. Dieser kleine Hügel könnte auch interessant für uns sein. Wobei, ja, da ist die Lage natürlich noch nicht bewiesen. Schickt mir diese beiden Soldaten raus. Erhöht das auf 10 Träger, ja. Wird spannend, wird sehr, sehr spannend. Wir brauchen auf jeden Fall schleunigst neue Siedler. Da wird sicher eine kleine
ein kleines Wohnhaus Abhilfe leisten. Sehr schön. Wir haben hier etwas Eisenerz. Ja, vielleicht kriegen wir sogar alles unter einen Hut. Da ist Janan. Ziemlich zentral, schön platziert. Um gleich mal in der Hinsicht zu überzeugen. Diesmal müssen wir schneller auf Soldaten umsteigen. Schneller anfangen, Soldaten für uns zu gewinnen, definitiv. So, die Pioniere beginnen gleich. Sehr gut, sehr gut. Eisenerz und Kohle wären wichtig. Ich sehe hier schon etwas Kohle. Kohle? Ja, noch mehr Kohle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben gut reagiert. Wir haben einen guten Start hingelegt. Einen selbstbewussten Start. Einen Gärtner brauchen wir nicht. Höchstens Diebe. Diebe wären vielleicht interessant. Sehr schön. Da gehört uns schon das nächste Gebiet. Wir sollten direkt so weitermachen. Und nicht viel Zeit verlieren. Ja. Viel Kohle, die wir uns unbedingt zu Nutzen machen müssen. Wie ist die Rohstoffverteilung? Hier, das ist schon mal in Ordnung. Rohstoffverteilung. Nahrung. Ich nutze kurz die Zeit, um hier ausgeglichene Verhältnisse ins Land zu bringen. So, sehr gut. Das erste Eisenerz wird bereits geschürft. Wir sollten auch möglichst bald damit anfangen, Kohle abzubauen. Ja, eine sehr gute Stelle, eine sehr gute Stelle. Der Förster hat bereits mit seiner Arbeit begonnen, sehr zufriedenstellend. Wie ist die Lage hier unten? Der Holzfäller ist errichtet, sehr gut. Wie wäre es, wenn du dich zuerst hier austobst? Diesen Platz können wir besser bebauen als jeden anderen. Wie sieht es mit anderen Nahrungsmitteln aus? Das ist ausgeglichen, sehr schön. Ja, das passt. Der Rest ist meiner Meinung nach so in Ordnung. Sehr schön. Ja. Er soll dann hier noch mithelfen. Das zweite Wohnhaus ist gebaut. Gleich noch ein weiteres Wohnhaus bauen. Und dann müssen wir relativ schnell bereits die Eisenschmelze errichten. Am besten... Ja, da haben die Pioniere viel zu tun. Ja, meine Freunde, kommt zuerst hier runter. Seht euch dieses Gebirge an. Aber wir sollten uns hüten, zu viel Zeit verdaddeln zu lassen. Wir sollten uns davor hüten. So. Hier so. Es ist weit weg von der Kohle, aber da bleibt uns vermutlich nichts anderes übrig.
Aber ich würde sagen, ein relativ anständiger Start, den wir hier hingelegt haben. Ziemlich überzeugend. Schick mir diesen Erkundungstrupp kurz, aber knackig in den Westen, um zu erkunden, was sich dort befindet. Ja, direkt eine Waffenschmiede. Und vielleicht hier im Zentrum noch eine Jagdhütte? Haben wir Bögen? Nein. Aber wir haben zumindest noch eine Angel. Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Lass uns nicht beirren. 20 freie Siedler, das ist nicht sehr viel, aber das ist in Ordnung. So. Ja, wir könnten auf jeden Fall noch eine zweite Kohlemine errichten auf diesem Gebirge. Was sieht ihr? Ah, Gold. Gold. Oh, seht, eine ehemalige römische Kolonie. Möglicherweise eine, die den Feinden zum Opfer gefallen ist. Das kann gut sein, das ist gut möglich. Ja, wir werden schleunigst versuchen, auch dieses Gebirge hier drüben einzunehmen. Das wird... Die Metalle und die Bergwerke werden das sein, was wir am meisten benötigen. Könnt ihr euch bitte auf das Gebirge konzentrieren? Das wäre am wichtigsten. So. Der Holzfäller ist fleißig am Arbeiten, so wie ich mir das vorstelle. Haben wir noch eine Spitzhacke? Oh, lohnt es sich... Ja, wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen. Wir müssen schlichtweg Geschwindigkeit aufnehmen. Es darf nicht zu lange dauern, die entsprechenden Rohstoffe abzubauen. Die zweite Frischerei ist aktiv. Eine Werkzeugschmiede. Ich würde sie gerne hier errichten, in diesem Bereich. Ja, noch bin ich mit meiner Erkundung nicht fertig. Arbeiter. Wir haben 5. Zu wenig. Hier haben wir noch etwas Kohle. Noch etwas Eisen. Aber ich möchte definitiv hier zuerst... eine weitere Kohlemine. Das scheint mir eine Art verschollenes Schiff zu sein. Vielleicht befindet sich dort ja ein kleiner Schatz. Ein kleiner Schatz, den wir gut gebrauchen können. Ich musste übrigens mein Helm in eine Schmiede bringen. Nach dem letztlichen kleinen Unfall. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Von daher halb so wild. Dieses Problem ließ sich schnell bereinigen. Zu weit im Norden wird es dann fast knapp.
Allzu viele Wälder gibt es hier auch nicht. Ich sehe nicht allzu viel interessante Fauna, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Dieses Gebirge scheint sehr wertvoll zu sein. Wo sind unsere Soldaten hier? Fleißig, fleißig. Wir müssen die Grenze dann natürlich entsprechend sichern. Den Soldaten entlasse ich, das ist gut so. Die Werkzeugschmiede ist dann nochmal näher am Eisen dran. Ob mir das gefällt, weiß ich nicht. Aber wir benötigen sie dringend. Wir benötigen sie dringend. Wie ist die Lage an Siedlern? Allzu ausgeschweift kann sie nicht sein. 27. Das hält sich noch in Grenzen. Das ist in Ordnung. Nicht perfekt, aber ausreichend für unsere momentanen Zwecke, definitiv. Wieso können wir hier kein Gold abbauen? Ah, ein kleines Missverständnis nur. Ja, sicher nicht optimal, aber zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung, direkt Gold abzubauen. Möglicherweise gleich mal für bessere Kampfstärkenverhältnisse sorgen. Wie viele Bogenschützen haben? Vier. Wie viele können hier Platz haben? Drei. Was fehlt hier? Ein Holz. Hier, macht euch hier an die Arbeit, macht euch hier an die Arbeit. Was haben wir unten? Ah, unsere Pioniere. Ah, dieses Maya-Reich, was können die nur wieder planen? Uns fehlt es tatsächlich an Holz. Also so früh im Spiel eine Holzproblematik zu haben, ist nicht gerade empfehlenswert.